Hallo, ich bin der Falco aus Magdeburg. Ja, ich bin der David, jetzt auch aus Magdeburg, ehemaliger Wernigeröder, bin hier aufgewachsen, habe meine Jugend hier verbracht und ja, wir werden am 24.06.2023 den ersten CSD in Wernigerode veranstalten. Ich bin im Sommer diesen Jahres auf den CSD Magdeburg gestoßen und der CSD Magdeburg hat das Projekt CSD Sachsen-Anhalt. Das Projekt CSD Sachsen-Anhalt bringt queere Sichtbarkeit in die Kleinstädte von Sachsen-Anhalt. Und da ich ja Wernigeröder bin, also auch in einer Kleinstadt meine Jugend verbracht habe, habe ich es für nötig gehalten, auch ein CSD in Wernigerode ins Leben zu rufen. Und dabei werde ich tatkräftig vom CSD Magdeburg unterstützt. Hier im Harz wollen wir natürlich nicht nur in Wernigerode präsent sein, sondern auch in allen umliegenden Städten. Das heißt, dazu gehört natürlich auch Quedlinburg, Halberstadt. Denn wir finden auch gerade hier in der Harzregion ist ein Pride sehr nötig, um die Menschen einfach mal mit den queeren Menschen in Verbindung zu bringen. Und einfach auch durch die Sichtbarkeit Sicherheit für queere Menschen zu erzeugen. Für die Organisation und Planung und Durchführung für des CSDs brauchen wir natürlich auch tatkräftige Unterstützer. Wir treffen uns immer einmal im Monat, am zweiten Mittwoch im Monat im Jugendcafé in Wernigerode für ein Vorbereitungstreffen. Jeder Interessierte ist natürlich dazu gerne eingeladen zu kommen und uns bei den Planungen zu unterstützen. Auch ganz viel Unterstützung braucht man natürlich gerne aus der Wirtschaft von Verbänden, denn ohne Spendenmittel sozusagen aus der Region läuft das Ganze natürlich auch nicht. Und es soll vor allen Dingen auch ein Gemeinschaftsprojekt werden. Also das heißt, es soll nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen das Ganze organisieren, sondern wir wollen vor allen Dingen Vereine, Verbände, die hier in der Region aktiv sind, zum Beispiel auch gerade jetzt im ersten Jahr natürlich in der Bundesstadt im Harz aktiv sind, die zeigen wollen, dass ihre Stadt auch wirklich bunt ist, auch dass der Regenbogen über dem Rathaus oder am Rathaus wehen kann, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Die wollen wir mit aufrufen, sich zu beteiligen. Ja, wir freuen uns auf euch, freuen uns auf eure Unterstützung und ihr könnt uns gerne auch auf unseren Social Media Kanälen weiterverfolgen, mit uns in Kontakt treten. Ja, wir freuen uns auf einen Austausch mit euch.